Wir haben 3000 Soldaten mit Waffen, Mann. Mein Leben ist so gefährlich, wenn ich noch ein, zwei Tage hier bleibe, bin ich tot, glaub mir. Ich bin ein Gangster, das wisst ihr ja. Wir sind zwei Brüder. Wenn du was stiehlst, stirbst du. Billy will Präsident von Haiti werden. Scheiß auf Haiti. Ich weiß nicht, ob er mein Feind oder mein Bruder ist. Wäre Tupac nicht mein Bruder, hätte ich ihn getötet. Heute treiben Terroristen, Drogenhändler und Kriminelle in Haiti ihr Unwesen und töten unschuldige Menschen. Bewaffnete Banden, auch Chimären genannt, versetzten die Einwohner von Haitis Hauptstadt am Freitag in Angst und Schrecken. Sie zogen durch die Straßen und zerrten Menschen aus ihren Autos. Black and white, nigga. Schwarz und weiß, und wir lieben uns. Sie leben und sie sterben danach. Und es ist kein Hollywood-Film. Es ist ihre Realität. So schlagen sie sich durch. Haitis bedrängter Präsident Jean Bertrand Aristide ist heute am frühen Morgen ins Exil geflüchtet. Weil sie Angst vor euch haben. Ihr habt zu viele Waffen und sie wissen nicht, ob ihr noch für Aristide seid. Wir brauchen Frieden. Wir verhungern doch schon. Warum sollen wir auch noch durch Waffen sterben? Verstehst du?